Wir haben letzte Woche über die Gefühlebeobachtungsübung gesprochen. Die Gefühle sind eigentlich sehr, sehr wichtig für unser Leben. Und auch aber, wenn wir nicht damit richtig umgehen, erzeugen sehr viele Sankaras. Sankara heißt Karma-Formationen. Und deshalb sagt der Buddha, die Gefühle sind eigentlich die Quelle des Tuns oder aus den Gefühlen entsteht das Tun. Und Chetana, Absicht und Wille entsteht nur, wenn die Gefühle, wenn der Geist wirklich mit den Gefühlen arbeitet oder im Geist die Gefühle entstehen, dann entsteht eigentlich dann Chetana. Und darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Und auch dann ist die Gefühle sind sehr oft entstehen dann angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle und so weiter. Jedes Mal, wenn die Gefühle da sind, mit den Gefühlen verbundener Nächte ist eigentlich der Vitakka. Vitakka heißt dann sehr viele Gedanken entstehen. Und etwas, bevor wir etwas tun, wenn der Chetana-Wille ist auch da, erstens die Gefühle. Gefühle entstehen, weil die Kontakte da sind. Aus den Kontakten entsteht dann die Gefühle. Wenn die Gefühle da sind, entsteht eigentlich der Chetana. Wille erweckt dann die Wille. Und Wille erweitert mit den Gedanken. Wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn wir sitzen, wir haben Kontakt mit, wenn wir Boden sitzen, auf dem Boden sitzen, dann Sitzkissen und dann Körper. Und dann diese Kontakten entsteht Gefühle. Kann manchmal der Härte spüren oder leicht oder irgendetwas anderes. Und in diesem Moment entsteht eine Wille, was der tun soll. Das ist der Wille, entsteht entweder Sitzhaltung wechseln oder irgendetwas anderes. Und dieser Wille erzeugt wieder dann Gedanken, wie kann ich das machen? Wie soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Und wie lange soll ich das so und so weiter und so weiter? So viele Gedanken entstehen. Gedanken wieder. Und so viele Gedanken, was der Ersten, was da passiert ist, dann Samadhi, das heißt Ruhe des Geistes, ist nicht mehr da. Und dann ist die Meditation, ist der eigentlich das Ende der Praxis. Und so ist dann immer wieder, wie Vitakka, die Gedanken, Gedankenfassung oder Gedanken entstehen, so mit den Gefühlen oder einfach so entsteht auch. Wenn wir sitzen, haben wir überhaupt keinen Kontakt mit den Gefühlen, fühlen und dann entsteht auch ohne diesen auch Gedanken. Dieser wird eigentlich in Dhamma als Mara bezeichnet. Der größte Mara der Praxis ist eigentlich der Gedanke. Und wenn diese Mara da ist, dann sollen wir schon nächste, der entweder Mara nimmt uns als Gefangene oder wir sollen dann Mara beseitigen. Mara können wir nicht dann als Gefangene nehmen, wir können nur den dann beseitigen. Die zwei Möglichkeiten haben wir dann bei der Meditation. Entweder werden wir eine Gefangene des Mara oder wir werden ihn
einfach zu wegnehmen. Das ist einfach ihm zu beseitigen. Und erst ist der Leichte, zweit ist das Schwierigste. Ein Gefangener mit dem Mara ist das, das machen wir jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment im täglichen Leben. Ein Gedanke entstehen, dann ist der Gedanke mit Gedanken wieder weiter und Gedanken weiter und weiter. Mara lächelt. Sagt, es ist gut. Jetzt habe ich noch ein Opfer. Und dann, warum ich das so, warum ich das sage, Mara ist eigentlich das größte Blockal der Weisheit. Weisheit entsteht nicht, wenn der Mara da ist. Mara braucht auch das. Bei der Weisheit, jedes Mal, wenn die Menschen mit der Weisheit arbeiten, dann merkt der Mara, dass er eine Opfer des weniger wird. Er braucht mehr und mehr Opfer. Das. Wenn die Menschen außen einfach mit Gier, Hass und Verblendung arbeiten, der Mara freut sich sehr. Er denkt, das ist okay. Dann wird dieser Mensch wird wieder geboren werden, altern, krank werden und sterben. Der Machumara, das heißt Mara von der Tod, freut sich sehr. Dann habe ich das nicht nur eine, zwei, drei. Und so ist auch das so viele Gedanken. Mara gibt so viele Möglichkeiten, dass ich das direkt sage, dann ist der Tod zu erleben. Nicht nur das. Mara gibt immer eine Möglichkeit, Tod zu erleben und ein neues Leben zu empfangen. Das braucht er eigentlich. Das kann dann Tier werden, Menschen werden, alle möglichen Dinge. Und so ist eigentlich die, jetzt sollen wir, erst ist leichter, habe ich gesagt, wenn wir wirklich mit den Gedanken weiterhin bleiben, dann Mara sagt, okay, jetzt ist das, er wird ja nicht so viele, nur viele Probleme machen, wenn der Gedanken noch weiter, weil er oft entsteht, zweiartige Gedanken bei der Meditation. Entweder, wenn die Gefühle da sind, entweder Gedanken, entweder entstehen die Gedanken mit der Gier verbunden, angenehmer. Oder mit der Ablehnung verbundener Gedanken, angenehmer Gefühle. Deshalb sagt der Buddha, während der Meditation, wenn das weiterhin meditiert, angenehme entsteht wie ein positives. Angenehme Ruhe. Ich habe angenehme Ruhe. Und was da passiert ist dann, deshalb der Upakilesa heißt diese. Angenehme Ruhe. Aber das ist eigentlich eine Art von der Gefühle. Und dann denkt man, oh, das ist so gut, ist das. Dieser Gefühl, es ist wunderbar. Und ich habe wirklich jetzt ein irgendetwas erreicht jetzt. Mein Weg wird jetzt schon bald beenden. Meine Reise wird dann bald beenden. Und dann ist hinter mir steht der Mara und er lächelt. Sagt, gut, das ist das. Du bist jetzt ein Erleuchteter. Erleuchtete für mich, aber nicht für den Buddha. Ja? Und dann sagt er weiter, dass diese Ruhe ist so angenehm. Und so ist das in dann angenehm ist auch, das ist dann eine Chance für die Mara. Wenn ich angenehmer als angenehmer angenommen habe. Und dann ist das eine Chance für die Mara. Und zweite Möglichkeit ist, was sagt der Buddha, nicht nur den Gefühlen, jede Art von Gedanken entstehen, Vitakka entstehen. Mit dem Vitakka zu kämpfen, hast du nur eine einzige Waffe. Nämlich, diese heißt Manasikara. Das heißt der Manasikara.
Manasikara ist die erste Stufe. Und wenn jemand weiter und weiter übt, dann kommt Yoniso Manasikara. Die einzige Möglichkeit, das ist die beste Waffe. Das ist eigentlich die Nahrung des Maras so zum Kämpfen. Oder mit Mara und seiner Nahrung. Seine Nahrung ist der Gedanken. Mara ist derjenige, der freut. Und diese zu beseitigen gibt es nur eines, Manasikara. Manasikara heißt eigentlich, wenn der Gedanken entstehen, immer wieder, aufmerksam heißt eigentlich, das Wort heißt aufmerken. Aufmerksam sein heißt eigentlich dann eine tiefe Wachwerden des Geistes sein. So definiert auch der Duden aufmerksam, aufmerken, Aufmerksamkeit. Eine scharfe, nicht tiefe, scharfe Wachheit des Geistes. Aufmerken heißt das, das Wort definiert so. Und Manasikara ist das Pali-Wort, das ist das Gleiche. Ein scharfes, das Wachwerden des Geistes. Der Geist ist wach jetzt, aber scharf. Und das heißt eigentlich, dass diesen Scharfwerden des Geistes bedeutet, Wachheit des Geistes heißt, nicht nur der Wachwerden, das so Augen öffnen. Dass wenn jemand sagt, ich bin wach, heißt nicht, dass Augen geöffnet zu bleiben. Wenn jemand schlafen, sagt, wach werden, ich bin wach. Das heißt eigentlich, jetzt sieht er die Dinge, vor ihm steht, was das sieht er. Und dann hat der Buddha, das ist eine Methode erklärt, kommen, bleiben und gehen. Kommen, bleiben und gehen beobachten. Das heißt, Wachheit ist auch merken, heißt, jedes Mal, wenn die Objekte kommen, sich bewusst werden, noch da sind, bewusst werden, gehen, auch da bewusst werden. Das heißt, scharfe Wachheit des Geistes, auch merken. Auch merken heißt dieses. Und interessant ist das auch, die manche Stellen, das ist nicht der buddhistische Texten, und ich sprach Erklärungen hier aufmerksam, so wird auch manchmal gesprochen. Dass das Wachheit des Geistes bedeutet, die kommen, gehen und kommen, bleiben, gehen, genau erkennen. Und das ist dann, Yoniso Manasikara heißt, dass wir dann Yoniso Manasikara heißt, weise ergründen. Das heißt, nicht mehr dann ist das, dass jetzt mit den Gedanken sich beschäftigen. Weise, das heißt das. Das tiefe, weise Erwägen heißt Upadatiti Bhanga, ganz genau, das ist ohne irgendeine Änderung, dass nicht nur dabei bleiben. Entsteht noch da, auflösen. Das ist eigentlich weise Erwägen. Tief gehen, das heißt tiefer der Gründung ist eigentlich nichts anderes. Das heißt nicht ein Wort versinken, das mit den Gedanken, sondern entstehen, da sein, auflösen. Das heißt, entstehen ist das oben, da sein ist Mitte, auflösen, Ende. Das ist schon das Ergründen. Das heißt das. Ergründen, das manchmal so versteht man, ergründen halt das Wort immer, das ist das Untersuchen, Forschen, was das ist, das ist. Das ist nicht ergründen. Ergründen heißt, entstehen ist oben, Mitte ist dann sein, Auflösungsende. Ergründen. Der Grund ist das Grund, auf der Boden steht, ist auflösen. Löst sich auf. Das heißt, wenn wir entstehen bleiben, dann sagt der Buddha, wie jemand ein etwas wie ein Kork im Wasser. Das ist das nicht tief gehen. Das ist so, fließt das alles. Und diese Menschen haben keine Erkenntnis. Dann
Manasikara, Yoniso Manasikara wird, Manasikara ist Wachheit des Geistes, dann wird Yoniso Manasikara. Der gründet das, ist das. Der Gründen heißt, wir sollen nicht denken, dass es lineares Entstehen, Dasein, Aufhören. Das soll man einfach entstehen ist Anfang, Mitte ist eigentlich das stets Sein, der Gründen ist das, Gründe ist das Auflösen. Löse ich auf. Und so mal nicht das so denken, sondern so denken. Dann ist, versteht der Yoniso Manasikara leichter. Und das ist das immer wieder tief dann gehen, dann tiefer, tief, etwas tief erkennen bedeutet, bis zum Auflösen bleiben. Was erkennt man dann? Am Ende sieht er, das erste sieht er, das ist dann von Entstehen, Dasein oder Sein, dann ist der erste Beginn, dass sie das eigene Anicca. Es entsteht, es ist nun da. Das ist Vergänglichkeit erkennt, Vergehen. Und dann auflösen ist eigentlich dann, sieht er das, es gibt nichts. So lange habe ich gesagt, das ist mein, das gehört mir, das bin ich. Oder das ist, gibt es nicht mehr, heißt das. Das ist, gibt es nicht mehr. Diese Übung eigentlich kommt auch dann, ist dann Körperbetrachtungsübung. Körper, das ist das Elemente beobachten. Der Meditierende, den Körper als Meditationsobjekt nehmen, er nimmt das ist ein Erdelement von dem Körper weg, Wasserelement weg, Wärme weg, Luftelement weg. Dann ist am Ende, erkennt er, so lange habe ich es gesagt, Körper und Körper und Körper. Ich habe die Meditation. Das heißt, geistig nimmt das auseinander. Dann schaut er, wo ist der Körper? Das ist nur eine Illusion. So lange habe ich das gesagt. Mein Körper, das gehört mir, das bin ich. Bei der Meditation sieht er, da gibt es aber keinen Körper. Gefühle sind auch so. Gefühle sind auch so. Kontakt ist nicht mehr da. Der Geist ist nicht da. Dann sieht er, wo ist der Gefühle? Das ist auch nicht. Und das ist der Anfang, wenn jemand ganz, ganz Anfang das tun kann. Das schaffen wir sehr oft nicht. Deshalb ist dann die Einatmen, Ausatmen, beginnt das Wirklichkeit. Einatmen, Ausatmen. Und dann kommt dann die Dhatu Avatthana, das heißt die Elemente beobachten, vier Elemente. Das geht weiter und tiefer. Und so ist eigentlich die Meditation. Und was wir immer tun können, Gedanken, Gefühle, wenn sie entstehen, das einfach nicht, dass ich dann mit Gedanken, mit Gefühlen irgendwie beschäftigen, das sei unnötig, das ist mein, das gehört mir, das bin ich. So denken die beschäftigen. Einfach das lernen die Anupassana. Anupassana heißt, Anupassana heißt, das Wort sagen wir, der Beobachtung. Das Beobachtung. Für Beobachten brauchen wir Manasikarayasten. Wachheit des Geistes bewahren. Wach gewordener Geist fängt an zu Anupassana. Und dann Anupassana mit den Sati, mit der Manasikara und Anupassana zusammen entsteht eigentlich, dass Geist ist sowieso jetzt achtsam der wach geworden. Und dann entsteht eigentlich Sampajanya. Sampajanya ist, das sieht ja, dass die Dinge vergänglich, leidhaftig, ohne Selbst. Ist langsam, mindestens der erste. Erste Erkennung, oh, vergänglichste Dinge. Und am Ende immer, das heißt, dass wenn jemand wirklich der Vergänglichkeit erkennt, der hat eigentlich die erste Stufe der Weisheit erlangt. Das ist die erste Stufe, Vergänglichkeit erkennen, leidhaftig und nicht selbst. Und deshalb sagt der Buddha, ähm,
Yadanicham Tandukam. Wenn jemand richtig das Vergänglichkeit erkennt, der zweite Stufe ist leichter, dass der Dukkha ist. Und Yadukam Tananattam. Der Geist selber erkennt, wenn da etwas Dukkha ist, das kann ich nicht sagen, das ist mein, das gehört mir, das bin ich und so weiter. Aber es ist, ich sage, das ist das theoretisch oder so lernen ist gut, Dukkha, Anatta und alles. Aber mit der Meditation leicht ist eigentlich die Vergänglichkeit erkennen. Mindestens das im Anfangen und vergängliche Dinge. Wie kann man das machen, wie ich gesagt habe, dies. Das ist dann der Tag der Buddha, ich glaube, Yudhe Timarang Panya Yudhena. Ja? Yudha heißt, dass sie den Krieg führen. Man kann nur den Krieg führen, wenn du eine der Waffe der Weisheit hast. Sonst kannst du nicht. Und deshalb ist das, diese Übung ist sehr wichtig für uns. Ja, und deshalb ist bei der Meditation immer wieder, so wie ich es gesagt habe, wenn der Gedanken aus Gefühlen oder dem selber Gedanken entsteht, immer wieder wach werden, auch merken. Wachheit des Geistes bewahren. Die Wachheit des Geistes Manasikara mit Yoniso Manasikara verbinden. Yoniso Manasikara ist der einzige Weg, ist eigentlich die Weisheit zu gewinnen. Yoniso Manasikara. Der direkte Weg ist das. Aber da ist das verbunden mit Sati, Sampajanya, alles zusammen. Und Yoniso Manasikara, deshalb sagt der Buddha, die Sotapanna. Sotapanna zu werden, das ist dann sagt der Kalyanamitta, Dhammardam Patipada. Und das ist der, das heißt, edle Freunde haben, richtige Dhamma finden, nach der Dhamma zu lernen, erleben. Und dann ist das letzte Yoniso Manasikara. Und diese vier, fünf Gründen entsteht eigentlich der Sotapanna. Und deshalb, diese Meditation ist nicht irgendetwas Wirklichkeit, wenn wir meditieren. Wenn die Meditation gut funktioniert, ist das eigene Sakkaya Ditti Vichikicca Silabhata Paramasis weggeht. Sakkaya Ditti, dann wenn wir, wie ich es gesagt habe, wenn der Körper wirklich so beobachten, Erdelement, Wasser, Luft und Licht, dann sehen, ja, da gibt es keine Person. Und das ist dann die Übung, die hilft uns das. Vichikicca haben wir nicht mehr. Dann sehen wir wirklich dann Buddha seine Eigenschaften, das ist schon die Piso Bhagavad. Diese Dinge sehen wir auch sehr gut. Und dann ist das, dann haben wir, der Geist wird frei von diesem Ritual und alles. Dann haben wir wirklich so weit irgendeine Stufe erreicht. Und deshalb, Meditation ist nicht irgendwie jeden Tag sitzen und nur die Ruhe finden. Wir sollen auch so denken. Sotapanna ist das sehr wichtig. Warum ist das? Sotapanna ist der Nibbana ist sowieso wichtig für uns. Aber ganz, ganz wichtig, dass der Mensch nie wieder ein schlechtes Dasein zerreißen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Menschen, damit wirklich diesen Weg einfach und schneller gehen kann. Und so ist dann die Meditation, wie wir hier machen, ist sehr, was wir machen, sehr, sehr wichtig für uns. Und so können wir heute auch, das, wie ich es gesagt habe, mit den Gedanken, mit den Gefühlen, einfach die Meditation machen. Aber es ist immer gut, dass wir anfangen, eine Anapanasati, Aufmerksamkeit auf den Atem richten, einige Minuten die Meditation machen und dann erscheinen die Gedanken, Gefühle und so weiter. So kann